Okay, da sind ganz viele Passagiere hier. Ja, das ist doch... Oh, hier ist ein Haufen Geld. Ja, da hat auch gerade was von der Passagierliste. Ah, hier ist ein ganz wichtiges Teil. Komm mal hier zu mir. Mhm. Immer wenn du so ein Auge siehst, dann ist ein Story-Element. Okay, gut. Ist das ein Hase oder was? Ich kann das gar nicht erkennen. Ja, irgendein Spielzeugding, ne? Ja, was weiß ich. Okay. Mach doch die Axt an. Ach, die Axt ist schon... Ist schon verbrannt, oder? Meine. So, jetzt aber. Wie brenne ich denn die an? Okay, hier ist die nächste Leiche. Ich glaube, das geht gar nicht. Jetzt, doch, jetzt habe ich... Das ist der Pilot, würde ich mal sagen. Der hat nämlich so ein Headset auf. Mhm. Kann ich mit dem irgendwas machen? Aber hier ist auch... Nee. Sonst wäre hier irgendein Symbol, ne? Mhm. Aber die Geräusche in der Höhle sind wohl auch gut, ne? Ah, hier, die kann man noch alles kaputt machen. Ja, hier ist so ein Haufen Stoff. Geld? Ich glaube, ich kann gar nichts mehr nehmen. Okay, hier sind wir hergekommen. Ja, dann können wir aber weitergehen, ne? Ich glaube, hier geht's lang, ne, oder? Ne, hier waren wir gerade. Hier geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, wo es jetzt weitergeht. Ah, hier. Ich wickle gerade mein Kabel so schön um mich rum. Also ich glaube, hier geht's weiter. Mit dem umgewickelten Kabel kannst du dich ja gleich zu den anderen hier hängen. Ja, genau. Oh, hier ist der nächste Story-Teil. Ah, ja. Aber das kann ich nicht nehmen. Das könnte von unserem Sohn sein, ne? Dass das gemalt hat, so ein Bild. So. Feuer ist ganz wichtig hier. Oh, jetzt müssen wir hier... Ich kann die Axt nicht anzünden. Ist vielleicht nichts mehr dran? Warte mal, ich muss das mal neu trainieren. Oh Gott, ich höre schon was Fieses. Also alleine gehe ich da jetzt nicht hin. Ja, ich komme ja, warte. Ich muss meine Axt wieder ausstatten mit Stoffhetzen. Ich hab grad. Oh, es lacht hier was. So, jetzt habe ich ganz viel zum Anzünden. Oh, ja, ich kann. Oh, hier ist schon einer vor mir. Hallo. Ah, haha, ne? Oh, da sind die großen, die. Ich kann ein bisschen mehr einstecken. Ja, ich fange einfach bloß wild an zu zappeln, wenn ich einen sehe. Oh. Ja, aber es kriegt man so ganz gut. Oh, hier geht's noch weiter runter. Ja, wir gucken uns erstmal an, was wir hier noch alles haben, ne? Hier sind überall noch Stoff. Stoff brauchen wir die ganze Zeit jetzt hier. Mhm. Unbedingt alles einpacken, was wir nehmen können. Ich habe hier eine Flasche gefunden. Flasche, okay. Bestimmt hier Alkohol, hinten. Oder? Boah, guck dir das mal hier an, ey. Boah, lauter blutige Köpfe. Ja. Ja, man kann schon sagen, die sind nicht uns nicht gut gesonnen. Geht's da auch nochmal lang? Ach so, mit den habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, mit den Flaschen. Hier sind Herzen. Ach du Scheiße. Hinter dem Ding waren Herzen. Ah, hier sind auch Flares. Ich baue auf jeden Fall jetzt nochmal eine Taschenlampe lag hier auf dem Boden. Ich baue mit dem Alkoholfläschchen jetzt auch noch ein paar Molotow-Cocktails. Mach das mal. Weil wenn so richtig eine Armee kommt von denen, dann ist das am besten. Können wir hier drin auch eigentlich speichern? Wenn wir ein Zelt finden, ja. Hab ich mich erschrocken, ich dachte gerade, das wäre ein Vieh von denen. Weil das hier runtergepurzelt ist. Okay. Ach, hier ist neue Kleidung.
Dann lass uns mal. Oh, ich muss meine Axt wieder. Ja. Boah, ohne Feuer ist das hier echt dunkel. Ist halt eine Höhle, ne? Hier, da ist wieder Alkohol. Boah, das sieht so aus, ob da hinten einer ist, aber das sind wir. Was liegt denn da noch? Ein Blatt? Nee. Okay, sollen wir runter? Ja. Mhm. Ich hoffe, du kommst jetzt schneller hinterher. Hier geht's direkt nochmal runter. Okay, ich schreibe mich nochmal. Also auf alle Fälle kletter ich. Jetzt bin ich hier unten. Okay, dann nächste runter. Boah, ist das creepy hier drin, ey. Ich finde das gar nicht so schlimm. Gut, dass wir zu zweit sind. Ja, du bist auch die Horror-Queen. Naja, so, ja, kann man schon sagen. Kann man schon sagen, ne? So. Ich mag das. Ach, guck mal, cool, diese Spiegelung da oben. Mhm. Guck mal, hier ist ein Auge. Ah. Kenn ich gar nicht. Jetzt müssen wir bestimmt gleich tauchen. Oh, das kann ich nicht, das möchte ich jetzt nicht machen. Aber müssen wir, sonst kommen wir ja nicht weiter. Oh, was ist das denn? Was ist denn mit dem passiert hier? Ah, hier ist Tauchgerät. Ja. Kannst du das auch nehmen? Oder hast du es schon genommen? Nee. Konntest du das nehmen? Ja. Okay. Wie benutze ich denn das jetzt? Das muss ich jetzt selber mal gucken. Auf die Decke ausbreiten. Und anziehen, einfach. Mit der Grip-Taste. Ja, aber ich finde gar nicht meinen. Guck mal, ich hab's an. Warte. Ja. Ja. Ich hab das an, aber habe ich jetzt diese Flasche auch an? Ja, du siehst ja den Trick. Ich denke mal, das funktioniert. Probieren wir einfach. Okay, hier ist eine kleine Höhle. Ich sehe alles verschwommen. Ja, ich auch. Oh Gott, ich glaube, ich werde sterben. Wo bist denn du? Ich bin nein, noch nicht, aber gleich. Oh, scheiße. Oh, wo ist das denn jetzt hier, ey? Okay, ich bin schon oben. Ich bin schon oben. Warum bist du oben? Und ich werde irgendwo. Ich hoffe, du kommst. Ich finde den Weg. Ja, aber eigentlich konnte man sich nicht. Einfach nur geradeaus. Und dann irgendwann hoch. Hier gibt es keinen oben. Oh doch! Aber es ist ja, so du bist dunkel. Du bist vor mir sogar. Hallo. Echt? Warum ist denn, ich sehe nichts. Warum sehe ich nichts? Wir müssen auf jeden Fall jetzt Feuer machen. Ist kalt. Oh, Baby. Ach du Scheiße. Ich sehe nichts. Ich sehe hier echt null. Gehen wir wieder. Du musst wieder wahrscheinlich. Weißt du. Ah ja, ich hatte einen Bug. Jetzt sehe ich natürlich richtig viel gerade. Wir müssen wieder Feuer machen, weil. Ich friere. Boah, diese kleine springende Babys von den Viechern. Oh, ja, super. Okay, ich muss essen und trinken. Schokoriegel sind gar nicht so schlecht. Ich habe zwei Fische, die könnten wir machen. Wenn wir ein Feuer machen können. Sollen wir mal ein Feuer machen? Ein kleines Jahr, ne? Ja. Ja, vielleicht. Aber ey, das sieht ja voll gut hier aus. Einfaches Feuer, das reicht. Das ist schon komisch, dass es dann manchmal plötzlich. Aber ey, guck mal, hier sind Dosen. Komm mal her. Habe ich gerade schon gefunden. Achso. Aber ich weiß nicht, wie ich mein Tauchgerät jetzt ausziehe. Ich glaube, ich hab's jetzt aus. Ich hab nochmal drauf gedrückt. Auf der Decke. Oh. So, und dann haben wir auch. Diese Flares muss er auch mitnehmen, die sind auch ganz gut. So, jetzt können wir Fisch.
abwarten. Wenn das klappt. Na super. Ach doch, die liegen drauf, oder? Ja. Kann man das Wasser in der Höhle trinken? Wenn du ein Mundsymbol siehst, ja. Oh, guck mal, hier sind noch Dosen. Alles gut. Schmerzmittel auch. Jetzt müssen wir eigentlich gleich nur noch mal was finden, wo wir speichern können, ne? Mm. Oh, ein Fisch ist fertig. Da müssten zwei drin sein. Aber ich sehe keinen zweiten. Wo ist der zweite hin? Hast du noch irgendwas, was du braten kannst? Wie lege ich denn das da rein? Wie mache ich denn das da rein, wenn ich jetzt Fleisch dabei habe? Das erstmal in die Hand nehmen. Und dann steht, glaube ich, Trigger, ne? Use. Ja, liegt ja. Drin, liegt drin. Aber L1 lässt er immer irgendwie fallen. Ich weiß nicht warum. Und wenn du dann gegessen hast, ich habe alles voll, dann können wir noch mal weiter. Ich glaube, dann müssen wir uns aber wieder das Tauchgerät anziehen. Ja, wann sehe ich, ob das fertig ist? Wenn da so ein Symbol steht. Und Symbol. Ah, ja, gut. Gut. Jetzt. Sind sogar zwei fertig, wie das aussieht. Ja, aber wie nehme ich denn das? Normal mit der, warte mal, mit der Trigger-Taste. Use. Nee, ja. Rip. Hat geklappt? Bei mir nicht. Mhm. Rip-Taste? Ach, das ist, nee, das geht nicht. Also ich könnte jetzt nehmen. Ich kann nur Use machen und das ist mit der halten, Trigger. Ne? Aber die, halten. Ja, ich halte die, aber das... Nee, das muss die Grip-Taste sein. Ja, das mache ich ja. Also... Ja. Bei mir hat's geklappt. Ja, und ich werde verhungern. Warte, ich warte, kann... jetzt kommt irgendwas, jetzt kommt irgendwas. Ja. Ah, jetzt, ja. Super. Oh, gut. Also ich bin jetzt satt, ich bin... Okay, Tauchding anziehen wieder. Und dann geht's wieder los. Wir müssen ja hier irgendwie rauskommen. Ich hab's noch nicht an. Was ist denn das? Hier. Jetzt habe ich es an. Okay. Hier machen wir so lang, schwimmen wir erstmal so lange wie es geht. Mhm. An der Wand entlang und dann müssen wir abtauchen. Es ist schon wieder sehr dunkel hier. Ja, aber ich kann jetzt runter. Wie? Einfach ducken. Ach so. Oh, ich höre böse Geräusche. Also ich bin gerade froh, dass du da bist. Was ist denn hier? Also irgendwas ist da. Siehst du das jetzt wieder aus? Ja, eigentlich schon. Ja, ich hab's aus. Hast du es ins Wasser geschmissen, ne? Ja? Hörst, ja. Du dieses, hörst du dieses komische Dröhnen auch immer? Ja, ist wie so Schritte so, oder? Oh, wie geil ist das denn? Wow, das ist ja cool. Ja. Das ist ja richtig cool. So. Oh. Was ist? Entweder sind da Tote oder... Okay, sind Tote. Also irgendwas hat hier... Der ist da nicht gut. Hier ist ein Zeltlager. Ja. Zeltlager heißt auch, wir können gleich wahrscheinlich speichern. Sehr cool. Dann wenn ich irgendein Zelt bauen. Stimmt, wenn wir genug Zeug haben, ja. Aber dann können wir auch speichern, weil wenn wir jetzt... Oh, hier liegt irgendwie eine Bibel.
wo ich bin? Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. Hinter dem Zelt hier, guck mal, auf dem Boden lag die. Ah ja, ja, ja. Oh, jetzt. Noch eine Bibel. Und ich versuche jetzt mal ein kleines Feuer nochmal zu bauen. Oder sollen wir erstmal, wenn wir jetzt hier nicht speichern können. Oh, hier sind überall noch Koffer mit Stofffetzen. Hier ist noch ein Auge. Wo? Hier bei mir. Oh, und eine Zeichnung von so einem komischen Mutanten, ne? Hier lag auch eine Axt. Hier, eine ganz neue. Die Seile mitnehmen, die hier liegen, falls du die noch nicht hast. Ich hab Seile, cool, aber jetzt ich haben wir eine richtige Holzfäller-Axt haben wir jetzt. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt. Hier sind Dosen. Oh, cool. Also Holz ist ja hier auch ein bisschen. Unterschlupf, provisorisches Lager. Ich weiß nicht, ob wir dafür genug Zeug haben. Ich vermute nicht. Was 26 Blätter und 14 von den kleinen Stöckern. Wie viele Stöcke hast du? Also hier liegen, ich habe genug. Ich habe viele Stöcker und hier liegen auch noch so vereinzelt welche rum. Okay, dann bauen wir jetzt ein Lager, damit wir speichern können. Genial. Echt genial. Ja. Dann speichern wir und machen in der nächsten Folge weiter. Ja, aber ich weiß nicht, ob es gespeichert hat oder ob ich bloß den Tag-Nacht-Modus hier noch. Also meistens speichert ja der Host. Ja, okay. Das also wenn du jetzt keinen Speicherpunkt auswählen kannst, wenn du an der Diskette bist und diese Grip-Taste drückst. Nee, ich kann nichts. Ich kann nur Use drücken, dann geht der Balken, dann wird es kurz dunkel und dann. Ja, dann hast du für dich wahrscheinlich dann auch gespeichert. Okay. Ja, Leute. Ja, ich würde sagen, wir machen bei der nächsten Folge weiter und mal gucken, wie weit es noch geht hier in der Höhle. Hier müssen wir nämlich wieder tauchen. Und ob wir jemals hier wieder rausfinden. Ja, das wird auch mal interessant. Unser Lager müssen wir ja auch wieder finden. Ja, auf jeden Fall sieht das so aus, dass sie hier irgendwas angebetet haben, ne? Mhm. Auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ja. Ja, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde sagen, von mir aus, ciao. Ja, von mir auch. Tschüss.